Und damit grüße euch und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Need for Speed Most Wanted. In der letzten Folge haben wir uns tierisch über die Polizei geärgert. Uns fehlt auch noch ein einziger Meilenstein. Und zwar die 13 Minuten. Die wollte ich jetzt noch im vorigen, also bevor ich jetzt hier anfange, noch machen. Habe die 13 Minuten vollgekriegt, mich hat es in ein Eck reingeklemmt und bin erwischt worden. Ich hasse es. 5 Rennen möchte er. Von allem ein bisschen, was? Dann soll es so sein. Schön, so sehe ich dich mal wieder. Jetzt fahr bloß so wie sonst und das Rennen gehört dir. Na guck mal, wer da kommt. Ich bin froh, dass ich dich sehe, Zuckerpuppe. Mein Glücksbringer. Mach ihm Feuer unterm Hintern und hol die Karre zurück. Ich sorg dann schon für den Rest. Willst du Razor noch eine Karre spendieren, Baby? Jetzt geht's ab! Meinen VW Golf GTI wirst du nie bekommen. Bin ich gespannt, was der kann. Ob er so gut ist, wie alle sagen. Oder ob er nur wieder eine Flasche von... Ja. Sagt die Flasche, die gerade in ein Taxi gefahren ist. Ach was. Wow. Das war jetzt gut. Aber ich finde es schön, hier zu fahren. Das ist meine Heimautobahn. Hey, ich bin vorne einen Kramer. Das ist die Autobahn, die ich stundenlang im Kreis gefahren bin, nur wegen dieser verdreckten Polizeigeschichte. Hey, ein Auto. Das bringt viel. Durch die Gegend springen bei einem Hochgeschwindigkeitsrennen. Springen ist grundsätzlich immer Geschwindigkeitsverlust. Immer. Weil man ja als Fahrer in einer permanenten Beschleunigung ist. Also wenn man die Räder am Asphalt hat, ist man in einer permanenten Beschleunigung. Und ist man mit den Rädern nicht mehr am Boden, ist man nicht mehr in einer permanenten Beschleunigung. Und dieses Rennen geht souverän an mich. Oh Gott, ein Drag-Rennen. Ich hasse es. Das Problem ist, in so einem Drag-Rennen wird der wahrscheinlich schneller sein als ich. Das heißt, ich muss gut fahren. Ich verstehe nichts. Und gewonnen. Na, tadellos. Hey, let's fetz, sag ich da nur. Nur nicht siegessicher war. Nur nicht siegessicher war. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte. Aber liegen gut in der Zeit. Er ist zwar schnell, aber nicht unbesiegbar.
Vor allem, wenn es ihn aufhängt. Vor allem, wenn es mich aufhängt. Zweimal. Ja, du als Spieler musst fast schon perfekt fahren. Wenn der Gegner ein besseres Auto hat, dann entscheidet der Fahrerskill. Der zieht jetzt an mir vorbei. Schubst mich durch die Gegend. Und ich schubse ihn zurück. Problem ist, mich hat es schon wieder mal bei so einem Eck aufgehangen. Und ihm beim Gegenverkehr. Das ist schön. Dass zumindest irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit gilt. Wow. Das ist ein recht aggressives Rennen. Ihn hat es ein bisschen aufgehangen. Ihr wisst ja gar nicht, wie angespannt ich bin. Ich bin so bis in den letzten Muskel angespannt. Sitze ja verkrampft auf meinem Stuhl, nach vorne gebeugt. Langsam ernst. Ich habe nicht wirklich einen sicheren Vorsprung. Im Gegenteil, jetzt ist er voraus, die Sau. Das ist scheiße. Den habe ich nicht gesehen. Über diese scheiß Kuppel. Und schon wieder der gleiche LKW. Was habe ich denn Arsch getan? Ui. Ey, ey, ey. Sag mal, haben sogar die Zivilfahrzeuge was gegen mich. Aber Racer hängt's auch auf an diesen. Ach, schon wieder so ein rotes Auto. Da vorne ist das Ziel. Ihr hält mich nicht auf. Na gut, das LKW schon, aber. Oh Gott. Der dritte Sieg in Folge. Wow. Oh, leck mich! Leck mich! Eieie! Er hat ein ganz großes Problem mit Gegenverkehr, das sehe ich schon. Das Problem ist, das ist ein Rundkurs. Wahrscheinlich ein langer auch noch. Nicht Sicherheit das längste Rennen dieses Reigens. Und vor allem, wenn ich die Abkürzung verkacke. Yeah.
Hey. Aber schon wieder hat dieses Auto ihn gebremst. Das ist interessant. Man spürt jeden Bremser beim Feind. Jeden verkackten Bremser. Den siehst du förmlich. Wenn er bremst. Da kann ich aber hochfahren, ja. Das wusste ich. Also gehört Erfahrung und Fachwissen auch dazu, zu diesem Rennen. Weil diese Abkürzung hier macht viel aus. Auf dem Gehsteig fahren ist doch viel schneller als auf der Straße. Das ist wieder so eine gefährliche Säule. Ich liebe diese Säulen ja. Und immer noch ist jeder einzelne Muskel in meinem Körper angespannt. Bis zu den Füßen runter. Drücke gerade in den Boden rein. Ich glaube, ich bin schon lange nicht mehr so angespannt gewesen bei einem Rennen. Die Abkürzung lässt sich aber relativ leicht nehmen. Das gefällt mir. Zumindest die Sau holt auf. Diese gefährlichen Säulen. Aber irgendetwas macht ihn zu schaffen. Ist nicht gut. Aber das Rennen ist doch nicht im Sack. Wie schon gesagt, bei so einem Rundkurs kann immer noch etwas schief gehen. Bis ganz zum Schluss. Da sind mir die Sprints etwas lieber. Da hast du den Prozentsatz und fertig. Weil jetzt kommt die Sau daher. Husch. Jetzt laggt mein Computer wieder etwas. Okay, ich habe wieder etwas Luft. Wahrscheinlich wieder ein Auto gewesen. Ja, den Gegenverkehr, den mag er nicht. Lustig, bei der Polizei fahren sie besser. Fährt außenrum. Interessant. Hat das einen tieferen Sinn? Das Problem ist, der ist immer noch viel zu nahe für mich. Und schon wieder im Gegenverkehr.
Das Glück scheint mir etwas hold zu sein. Ich bin auch noch gar nicht in eine Säule gekracht. Nein. Und da ist das Ziel. Oh, elegant. Das letzte Rennen. Oh Gott. Läuft aber, läuft. So eine Quote haben wir noch nie gehabt. Ach Gott. Bitte Computer, hör auf zu leckern. Auf vollste Konzentration von uns beiden. Hey, ich bin wieder auf meiner Heimautobahn. Woo! Da kann ja nichts schief gehen, oder? Nein. Wie gesagt. Okay, jetzt fahren wir runter. Schade. Aber hier hätten wir ruhig eine Runde drehen können. Die kann ich fast schon blind, die Autobahn. Scheiß enge Kurven. Aber die nimmt er auch nicht so schnell. Das sollte man aber jetzt sauber springen. Seht ihr? Er fährt auch mit außen. Mir natürlich wieder schön Vorsprung, den ich wahrscheinlich auch brauchen werde. Aber noch ist das Rennen nicht im Sack. 30% fehlen mir noch. Es ist auf jeden Fall schwerer als das letzte Rennen bei Need for Speed Underground 2. Weil da habe ich den Typen fast überrundet. Auch übrigens mit dem Anfangsauto. Da war es ein Peugeot. Uiuiui. Help! Gott! Ich fordere mein Glück wirklich heraus, oder? Ist das Ziel. Ich sehe das Ziel. Und bin sogar in Führung. Und. Jahuhui! Traum. Du wirst niemals die Nummer 1 bleiben. Du musst nämlich mit mir rechnen. Und wenn du die Karre kriegen willst, dann musst du sie dir schon schnappen. Es ist vorbei, Razor. Es ist erst vorbei, wenn ich sage, dass es vorbei ist.
zwischen uns beiden hätte so schön werden können. Wo ist der andere Typ? Er ist abgehauen. Das meinst du doch nicht im Ernst? Der meistgesuchte Street Racer ist plötzlich abgehauen? Was ist mit der Blacklist? Vergiss die Blacklist. Die sind durch. Ich will, dass sich alle verfügbaren Kollegen an seine Fersen heften. Wirklich alle? Ja, wirklich alle! Alter, wie es denn hängt. Oh, 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 scheiße. Ach, verdammt. An alle Straßenbahnen, wir haben eine Q3-Verfolgung. Ja. Schön, ha? Hey, danke für deine Hilfe. Dank dir konnten wir alle Blacklist-Fahrer festnehmen. Ich werde dir das anrechnen, wenn du dich jetzt stellst. Also, wie sieht's aus? Dieses Auto. Wir sind jetzt auf Alarmstufe. Fährt sich sehr geschmeidig. Fuck die Wand, dann ist das ein schönes Auto. Scheiße, Mann. Okay, Roger, Dino 5-5. Dino hat sich zum Einsatz gemeldet. Müsste in Kürze da sein. Och, ist das ein schönes Auto. Oh, scheiße. Ah, nicht stehen bleiben! Schnell! Oh. Bekomme ich einen Neustart? Scheiße. Das hätte besser laufen können. Ah, danke. So. Hey, danke für deine Hilfe. Dank dir konnten wir alle Blacklist-Fahrer festnehmen. Ich werde dir das anrechnen, wenn du dich jetzt stellst. Also, wie sieht's aus? Diesel 1. Ja, ihr seid direkt unter uns. Ich drehe bei. Wir sind in Ordnung. Aber unser Wagen ist hin. Wir haben ihn. Danke. Nein, ich weiß nicht, wohin fahren. Ich kenne mich hier nicht aus. Lass dann höre ich mein Auto nicht. Alter! Boah! Eieiei. Ich meine, das Auto fährt sich ja wunderbar geschmeidig, aber irgendwie ist mein VW Golf einfach mehr der Hammer. Ich weiß nicht, der metzelt irgendwie mehr. Das Auto ist irgendwie so. So schwachbrüstig irgendwie. So eine Hühnerbrust. So. Mag zwar leicht und schnell und cool sein, aber eine relativ gute Beschleunigung haben. Code 6 immer noch fahrbereit. Wir bleiben dran. Oh Gott, Stufe 6. Wahnsinn. Alles wird.
gegen mich. Er ist durch die Straßensperre geraten. 4041. So, irgendwie. Hier entkommt man relativ schwer. Ich hoffe, dieser Helikopter verschwindet bald. Wir hatten die Straße für den Verdächtigen abgesperrt. Alle Einheiten, wir bilden eine 1075. Gut. Der Helikopter verschwindet. Muss ich noch den Rest abschütteln. Kann sein, dass wir abbrechen müssen. Standby! Sicht von Faktor 9! Alter! Okay, verstanden. Silo 14. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Kommst du her? Frage ist, warum entkomme ich nicht? Ich meine, es ist kein Auto doch hinter mir, oder? Ich sehe kein Auto hinter mir. Da war ein Auto hinter mir. Hm. Oh Gott, jetzt kommt die Verstärkung. Ah, scheiße. Vielleicht bekomme ich trotzdem noch die 13 Minuten den Meilenstein. Wer weiß. Schon? Ich habe keine Karte. Ich weiß nicht wohin. Was für eine alte Brücke? Ich weiß doch nicht. Alte Brücke? Was will die Frau von mir? Oh Gott, hat der eine wunderbare Wendigkeit. Wir haben die Strecke vor dem Verdächtigen abgesperrt. Okay. Ich glaube, wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Irgendwie. Kann man einfach hier durchfahren. Oh Gott, ist der wunderbar wendig. Das ist ja ein Traum. Ich werde auf jeden Fall rüberfahren auf meine Heimautobahn. Wow. Alarmiert die Bodeneinheiten, wir nehmen uns einen Wagen vor. Einsatzkräfte für Zugriff bereithalten. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Er ist an uns vorbeigekommen. Hier Charlie 15.
Wir haben vorsichtshalber auf dem wahrscheinlichen Fluchtweg entsperre. Hätte ich eine Karte zum Orientieren, wäre das ein Traum. Aber ich muss irgendwie diesen Punkt finden. Ich weiß nicht, wo der ist. Okay. Da ist der Punkt. Hui! Alle an der Verfolgung geil. Beteiligten Einsatzkräfte. Verdächtiges Oh yeah! Geil! Einige Bonuswagen freigeschaltet. Dem Quick Race, ja, wenn du. Herausforderungsserie. Okay. Und da sind auch schon die Credits. Hat eh nur lang gedauert. Ist Wurst, die letzte Folge, das passt schon. Kommt eh nur mitten in der Nacht her. Wurst. Gut. Das ist allerdings nicht die letzte Folge. Ich möchte noch einmal ein paar Sachen machen. Einmal muss noch die Polizei gemacht werden. 13 Minuten Verfolgung. Das muss noch erledigt werden. Zweitens möchte ich noch ein schönes Auto tunen. Drittens, ich habe mit dem Anfangsauto gewonnen. Oh yeah. Und irgendwie teilweise ist es sogar besser wie der BMW. Zumindest ist er gleich schnell. Beides deutsche Autos. Da kann man nicht drüber meckern. Gut, auf jeden Fall werde ich übermorgen diese ganzen restlichen Sachen machen. Und ja, und nun etwas zum Spiel. Need for Speed Most Wanted ist mein Lieblings-Need for Speed. Ich habe nicht alle gespielt. Zum Beispiel auch das neue Most Wanted habe ich noch nicht gespielt. Aber von den ganzen Dingen halt möchte ich sagen, dass dieses Need for Speed echt eins der besten ist. Mit der Polizei haben die ganz gut gemacht. Es ist zwar irgendwie zum Schluss absolut unglaublich nervend und so hassenswert. Einfach nur hassenswert. Diese vermaledeiten, verdreckten Nagelbänder. Und dann hängt es dich nach 13 Minuten einmal in einem Eck auf und es ist zum Mäusemelken. Aber. Die Rennen sind schön knackig in einem akzeptablen Schwierigkeitsgrad. Die Rennen sind nie wirklich zu schwer. Sie sind herausfordernd, das passt. Und ja, ich muss sagen, ich habe dieses Spiel sehr genossen. Obwohl es relativ lang gegangen ist. Also es ist schon ein langes Spiel. Das spielen wir jetzt schon über ein Jahr. Aber ein sehr gutes Spiel. Es sind auch schöne Autos dabei. Also der VW Golf ist auch... Ja, es ist ein schönes Auto, kann man sagen, was man will. Der Golf GTI ist ein schönes Auto, auch in echt. Ein Kollege von mir fährt einen Golf GTI, ein traumhaftes Auto. Den modernen, den neuen, den besseren. Schönes Auto. Aber ich muss sagen, dieser BMW zum Schluss, der fährt sich sehr geschmeidig. Sehr gute Kurvenlage, ein Rennauto halt ein gutes. Der Golf GTI ist ein Zivilauto. Aber ich habe... Wir haben gemeinsam Razor bezwungen, die Polizei bezwungen. Oh Gott, bin ich müde. Das war jetzt anstrengend. Komplett konzentriert. Die 5 Rennen gegen Razor, alle 5 perfekt gewonnen. Beim ersten Versuch. Schön, gefällt mir. Bei der Polizei einmal erwischt, ja,
ja. Da konnte man nicht entkommen. Deswegen haben die mich dauernd erwischt. Logisch, du musst es ja über die Brücke kommen. Ah, schön. Ah, jetzt kommt die Lizenz, jetzt ist es bald fertig, ne? Oh Gott, so viele Worte, so viel bewegend. Oh, ich bekomme Augenkrebs. 2005, 9 Jahre alt ist das Spiel. Dieses Spiel ist 9 Jahre alt. Wirklich. Schauen. Ja. Da steht 2005. Da steht 2005. Das heißt, das Spiel ist 9 Jahre alt. Lässt sich immer noch traumhaft spielen. Also, ich weiß nicht. Schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie der neue Most Wanted Teil ist. Ich habe nur gehört, dass er bei weitem nicht so super sein soll wie dieser hier. Aber ja. Der Teil ist. Er wird auch sehr gern angenommen, Need for Speed. Vor allem den kann man auch heute spielen. Ich meine, grafiktechnisch gibt's nichts zu bemängeln. Nichts. Ich meine natürlich, sicher. Es gibt immer etwas zum Verbessern. Irgendwann hast du ein Spiel, das ausschaut wie Real Life. Und selbst dann möchte man noch etwas verbessern. Aber gut. Kommt da jetzt jedes einzelne... Okay. Müssen sie machen für die... Lizenz nehme ich ganz stark ran. Aber gut. Nein, wie schon gesagt. Das Spiel kann heute wahrscheinlich immer noch gut mit jedem anderen Rennspiel mithalten. Es ist gar nicht retro, wenn man denkt, dass das fast 10 Jahre alt ist. Und 10 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Naja, aber gut. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. So ein bisschen strecken. Ein bisschen gähnen. Oh Gott, bin ich müde. Ja. Sonst noch irgendwas, was zu wenig gibt? Nein. Wie gesagt, übermorgen kommt jetzt noch die eine Folge und dann wird es durchgehend mit Warcraft weitergehen. Und Blood and Thunder! Blood and Thunder, ja. Definitiv aus Fire Emblem Awakening, but ein Traum auf das Spiel Fire Emblem Awakening. Ein Spiel, das von vorne bis hinten auch nur gut ist. Blood and Thunder! Schön. Ja. Haufen Zeug. Jetzt muss ich schon wieder gähnen zum Teufel. Ach Gott. Schnarch. Aber egal. Ah, ist vorbei. Credits gehören einfach zum Spiel dazu. Och, nein. Wirklich. Die Folge wird eine Stunde gehen, wenn es so weitergeht. Ach, Schnarch. Schaut John Twick und... Schön. Art. Stefan. Oh. Muss ein Franzose sein. Oder zumindest französische Wurzeln haben. Oh Gott, diese Franzosen. Wisst ihr, eigentlich mag ich Menschen, ja. Aber hey, das ist Kirby. Aber... Ich weiß gar nicht, soll ich das erzählen? Wenn ihr verreist in ein Land, das nicht eure eigene Muttersprache spricht, dann verwendet ihr Englisch. Ja. Und wenn ihr kein Englisch könnt, wenn ihr nur die eigene Muttersprache könnt und ihr fliegt, keine Ahnung, nach Amerika oder nach Zentralafrika oder Norwegen oder China, dann haben wir alle vier Himmelsrichtungen. Und ihr könnt nur Deutsch, dann seid ihr aufgeschmissen. Dann fressen euch die Möwen am Strand.
Aber ja, ich meine, dann verreise ich doch auch nicht, weil ich es nicht kann. Naja, egal. Ihr könnt euch sicher schon denken, ich hatte Franzosen als Gäste, also als Kunden bei meinem Tourismusinformationsbüro. Sie fuhren einen Renault, um etwas bei Need for Speed zu bleiben. Ja. Kamen herein, sprichst du Französisch? Ich sagte nein und sie gingen. Habe ich was falsch gesagt? Naja. Egal. So. Chan, ciao. Interessante Namen. Dang Dashko. Geht das nach Alphabet? G, H, I, J, K, L, M, M, N, P, Q. Q ist sicher einer dabei. R, S. Da ist ein Rechtschreibfehler. R und dann P wieder. Da ist ein. Ja, wie haben wir denn hier einen Fehler reingekriegt? Das ist eine Excel-Liste. Die sortiert das automatisch. Wie kann man. Y und Zabalero. Oh. Wisst ihr, kennt ihr Assassin's Creed? Die haben Credits, die annähernd eine halbe Stunde gehen. Das hat auch einen Grund. Da gibt's Geschichtstypen, da gibt's Recherchetypen, da gibt's Reporter. Um Zeug, um geschichtlich detailliert da zu sein. Wir reden hier von Need for Speed. Ich meine natürlich, ein paar Autotuner wird man hier schon rein gehabt haben, aber... Aber EA hat ja immer irrsinnig lange auch Miscellaneous Support. Ja, toll. Das wird wahrscheinlich als Auto-Dings sein. Hatten wir das nicht schon einmal? Der BMW-Logo. Cool. Das sind jetzt die ganzen... Genau, das sind jetzt die ganzen Automarken. Fiat, General Motors, Lamborghini, die Lotus, der Mitsubishi, also die Renault, toll. Subaru, toll. Da, der Volkswagen. Okay. War's das jetzt? Alex mit K und S geschrieben. Sehr seltenere Schreibform. Und was tut ihr? Morgen. Übermorgen. In den Sommerferien. Ich weiß, was ich morgen mache. Yep. Wir machen mit der Gruppe eine Cold Water Challenge. Auf das freue ich mich ja schon. Mit der Musikkapelle. Kennt ihr das? Die Cold Water Challenge? Das ist eine Challenge, so ähnlich wie die Biernominierung. Nur für unter Musikanten. Da muss man dann... wiederholt sich das? Hey! Die Credits sind fertig. Oha. Oh. Nationaler Haftbefehl. Und dieser eine verkackte Prozent fehlt uns tatsächlich noch. Aber gut, ich würde sagen, über das, darum kümmern wir uns dann übermorgen, wenn es mal wieder heißt Let's Play Need for Speed Most Wanted. Tschüss und habt noch einen schönen Tag.